2 Wochen. 2 Wochen sind vergangen, in denen ich kein Video hochgeladen habe. Ich möchte heute keinen Grund suchen, warum und weshalb. Ich glaube, das geht so ein bisschen auf die Nerven. Aber es ist halt leider ein Fakt. Ich kann auch direkt sagen, das wird heute mit Sicherheit ein langes Video, weil ich jetzt doch ein paar Sachen loswerden möchte. Wenn man jemand ist, der da nicht so Bock drauf hat, sorry. Aber ich will mich da jetzt nicht, also kürzen, ne? Das heißt, das ist jetzt auch ungeschnitten. Früher habe ich das mal noch ganz klar deklariert. Irgendwann ist mir aufgefallen, die meisten Videos zuletzt sind unten geschnitten gewesen. Oder viele, weil vieles hat auch drinnen stattgefunden. Wenn du jetzt unterwegs bist, ist es ja was anderes. Da hast du dann viel mehr. Was ja hoffentlich, das ist ja wirklich so ein Ding. Ich kann es ja kaum abwarten. Mit dem Wetter und so. Es war ja jetzt zwischenzeitlich, ich weiß nicht, wie es bei euch war. Zwischenzeitlich war es hier echt top. Wir haben sogar schon einmal gegrillt. Aber jetzt ist es wieder mega kalt. Also, sagen wir mal so, der Winter und so weiter, der will irgendwie nicht richtig loslassen. Ne? Das ist ein harter Kampf dieses Jahr. Und wir haben schon fast Anfang Mai. Gut. Und deswegen, also ich habe da auf jeden Fall Bock drauf, wieder was draußen zu machen. Und dann sind das natürlich andere Videos, die natürlich auch mehr geschnitten werden und was weiß ich. Ist ja auch egal. Der heutige Schirm, unter dem dieses Video läuft, quasi, ist dieses Format, was ich einmal angefangen hatte vor ein paar Monaten. Talkrunde in den Kommentaren. Irgendwie so. Ich möchte direkt die Frage stellen: Wie geht's euch im Allgemeinen? Was ist aktuell los? Stand der Dinge, meinetwegen. Ja, der Krankheitsverlauf oder sonstiges im Leben kann man gerne, wenn man möchte, unten reinschreiben. Wir haben uns letzte Mal auch in den Kommentaren etwas ausgetauscht, fand ich super und vielleicht klappt das ja wieder. Und warum habe ich gesagt, das Video wird heute länger, weil ich glaube, ich habe mein Handy hier liegen. Einen Moment. Eins, zwei, drei. Drei Punkte ansprechen möchte, die mich in letzter Zeit mehr zum Nachdenken gebracht hatten. Eins ganz im Wesentlichen relativ aktuell und ich möchte es einfach ansprechen, möchte meine Meinung dazu sagen, wie ich es auch oft tue und dann kann man gerne auch da was dazu sagen, wenn man sich die Zeit nehmen möchte, dazu zu hören. Ich weiß jetzt nicht, ob das alles schon komplett im Titel steht. Wahrscheinlich ist das zu lang. Also kann jetzt auch was kommen, was ich noch gar nicht, was noch keiner jetzt in dem Moment noch gar nicht weiß, weil es noch nicht im Titel steht. Aber auch das werde ich dann erst sehen, wenn es dann soweit ist. Alles heute mal ein bisschen reingeworfen. Das hat gar keinen Bezug jetzt irgendwie zum letzten Video oder sonst immer. Im Englischen würde man sagen random. Ja, einfach so mal reingeschmissen. Fangen wir da an, wie auch immer. Total egal. Was nehme ich als erstes? Okay. Witzigerweise, Leute von mir in meinem Leben, ja, seit meiner Jugend kann ich mich daran erinnern, dachten Leute, erstes Thema, Marihuana, Gras rauchen, dachten Leute von mir immer, dass ich damit wohl viel zu tun hätte. Woran liegt das? Ich weiß nicht, ob ich das jetzt hinbekomme, aber wenn ich einfach mal so in die Kamera gucke, müsste man feststellen, dass ein Augenlid bei mir tiefer ist. Leider habe ich das so geerbt, wenn man das so sagen möchte. Das ist in der Familie teilweise. Was ist das? Habe ich letztens erst gelesen. Mir war das überhaupt nicht bewusst. Ich habe dann nie danach gegoogelt oder so. Da ist irgendwie eine Sehne, ein Muskel zu lang. Man kann das nicht so stark selber kontrollieren. Und deswegen, immer wenn ich bei Fotos, war ich früher immer, oder bis heute, also früher war es ja so, ich war ungern auf Fotos oft. Gerade wegen diesem Ding. Und heutzutage, wenn ich selber dann doch von mir Fotos mache, was ich ja dann doch recht oft mache im Verhältnis, weil ich gerne Sachen so in Szene stelle, wie ich es mir vorstelle, wenn es jemand anderes wäre, den ich fotografieren würde, dann muss ich immer darauf achten, das ist wie einprogrammiert, dass ich gucke, dass ich versuche, die auf einem Level zu halten, damit das nicht so verschlafen komisch aussieht. Ja, und das ist, glaube ich, wirklich der Grund gewesen, warum viele von mir dachten, vielleicht auch noch ein bisschen diese Einstellung, so ja, cool, Hip-Hop gehört ja auch zum Hip-Hop dazu, ne? Das Gerauche da, das ist ja gar keine Frage, das will ich auch gar nicht abstreiten, ist auch alles cool, kann jeder machen, was er will, so. Nur ich war nie der Typ dafür, wirklich. Ich wollte kurz drei, sagen wir mal, zwei Stories nennen. Ich hätte noch mehr. Ich habe, glaube ich, in meinem Leben viermal habe ich das, glaube ich, gemacht. Nicht acht, vier. Viermal habe ich das, glaube ich, gemacht in der Oberschule. Vielleicht ein, zweimal.
Dann in meiner Ausbildungszeit, in meiner ersten Ausbildung auf jeden Fall einmal. Und dann nochmal vor ein paar Jahren mit einem Bekannten damals. Das erste Mal, das geraucht, war natürlich aufgeregt, hat seine Wirkung gezeigt. Ich bin nicht der Typ dafür, der so anfängt zu lachen oder so. Ich bin halt richtig entspannt und das hat mir gut gefallen, hat einen entspannt, das fand ich gut. Das zweite Mal, ich mache die Stories kurz, weil sonst wird es mega lang. Das zweite Mal, ich wollte nur damit auch zeigen, was passieren kann. Das zweite Mal war dann auch nochmal irgendwie in der Oberschule, war auch alles cool, alles easy, richtig cool, entspannt, hin und her, schönen Abend da verbracht. Ne, so typisch, weiß nicht, 15, 16, 17 Jahre alt, machst halt eine Homeparty so. Alles cool. Dann in der Ausbildungszeit dachte ich, Mensch, machst es mal wieder, hat sich halt angeboten. Wir waren auf so einer Exkursion ein paar Tage. Da muss irgendwas drin gewesen sein. Ich weiß bis heute natürlich nicht was. Das hat sich ganz anders ausgewirkt. Also ich hatte danach, noch so Tage danach und auch Wochen danach, immer manchmal das Gefühl, so Flashbacks, dass es irgendwie so sich anfühlt, als würde ich jetzt was geraucht haben, was gar nicht der Fall war. War sogar beim Arzt gewesen, der hatte mich dann sogar gezielt dazu gefragt. Ich habe damals nichts dazu sagen wollen, weil ich irgendwie so ein bisschen Schiss hatte. Eigentlich total scheißegal, weil der Arzt kann ja sowieso nicht. Ist ja auch kein Verbrechen, da passiert ja nichts. Aber ich habe mich halt, das war mir unangenehm. Zum Glück ging das irgendwann weg und danach hatte ich mir geschworen eigentlich, ich werde das nie mehr machen, weil das war echt eine eklige Zeit danach. Ich weiß nicht warum, ich kann keine Ahnung, ich habe das nur mal so gelesen, dass es sowas geben kann, Flashbacks und so weiter. Und ja, habe ich mir geschworen, das nicht mehr zu machen. Gut, ein paar Jahre sind vergangen und dann habe ich mir gedacht, okay, einmal probiere ich es noch, ich will mal wissen, ich riskiere es, ob das wieder passiert mit diesem Scheiß danach lange. Weil normalerweise ist ja so, du raus das am Abend und dann geht es halt am nächsten Tag. Und alles ist gut. Natürlich kann man es lange nachweisen und so. Ja. Aber ich hatte dann wirklich mich dazu gebracht, zu sagen, okay, ich will es nochmal probieren, weil an sich finde ich es ja nicht so schlecht. Nur ich will da auch gar keine Regelmäßigkeit haben. Aber ab und zu das mal zu machen, würde ich gar nicht so schlimm finden. So. Dann habe ich das da wieder getestet, quasi. Das war ganz schön stark. Das war echt mega lustig auch. Und am nächsten Tag war alles gut. Da habe ich festgestellt, okay, das muss damals wirklich irgendwas Spezielles gewesen sein. Keine Ahnung. Ja, echt crazy. Warum erzähle ich diese Geschichten? Das ist erstmal meine Erfahrung damit. Die ist relativ gering. Ich bin ein Befürworter dafür, dass das legalisiert wird in Deutschland. Warum? Also. Da kommen immer die üblichen Argumente, ja, Zigaretten sind legalisiert quasi, ne? Das ist ja ganz normal in der Gesellschaft akzeptiert oft. Alkohol, ja, und die beiden Dinger bringen so viele Menschen um. Da wird Steuer drauf gelegt, Leute werden krank und sonst was. Ich selber habe 13 Jahre geraucht, ja, Zigaretten regelmäßig geraucht, jeden Tag. Und weiß höchstwahrscheinlich, dass ich deswegen auch dann diese Krankheit bekommen habe und was auch immer. Kann sein, muss nicht, kann sein, ich sehe ganz starke Verbindungen. Und jeder meinen Krankheitsverlauf kennt, weiß, es hat sich nicht gelohnt. Trotz alledem bin ich jetzt nicht derjenige, der sagt, alle müssen aufhören zu rauchen. Ich rauche sogar hier und da nochmal eine Zigarette, wenn ich Bock habe. Ja, auch das habe ich schon mal erklärt. Ich bin kein perfekter Mensch. Nur keine tägliche Geschichte mehr. Ich habe hier keine Zigaretten in meiner Hosentasche. Ich habe hier nichts liegen. Ich habe nirgendwo Zigaretten. Nur wenn ich da mal dazu komme. Das ist so das übliche Argument, wo man sagt, okay. Dann gibt es aber auch dieses Argument, was ich noch viel wichtiger finde, dass es nämlich zum Beispiel im medizinischen Bereich eingesetzt wird. Das kannst du nicht verleugnen. Zum Beispiel auch, nennen wir nur ein Beispiel, bei Tourette-Patienten, die ja ganz oft, je nachdem wie der Verlauf ist, ganz starke Schwierigkeiten haben, sich so unter Kontrolle zu halten, dann diese Anfälle, sagen wir mal so, Ticks, Ausdrücke, je nachdem, ob sie das haben, hat ja auch nicht jeder. Und habe ich auch schon Videos gesehen, wo die das dann medizinisches Marihuana geraucht haben. Danach wurden sie wesentlich ruhiger. Also das finde ich ja auch schon mal sehr positiv. Und wer ist da relativ fortschrittlich? Viele denken immer direkt an Amsterdam. Ja, alles scheiße, ganzen Touristen da machen alles kaputt. Ist auch unschön. Ich denke heutzutage eher an die USA. Es gibt viele Dinge, die ich heutzutage in den USA überhaupt nicht mehr toll finde. Aber das finde ich echt super. Da zeigen die sich fortschrittlich. Nicht nur in Kalifornien, sondern mittlerweile sogar in New York und auch in Südstaaten teilweise, wo das jetzt legalisiert wurde. Und was ist noch ein weiterer Punkt, den ich positiv finde? Dieses unkontrollierte Verkaufen. Ich wüsste ja auch ungefähr, wo könnte man hier was bekommen. Ich habe aber auch nie direkte Kontakte irgendwie gehabt in meinem Leben. Das hat mich vielleicht auch dazu gebracht oder davor behütet, auch andere Dinge kennenzulernen, weil ich habe schon eine, das weiß ich, habe ich auch schon mal erzählt, eine, wie heißt das, eine, ich habe ein Suchtpotenzial einfach von der
von der reinen Person her und bin zum Glück da nie in die Berührung gekommen mit anderen schwierigeren Sachen. Und klar wüsste man ungefähr, wo sind hier Spots, ne? Meinetwegen, früher war es immer Hasenheide auch in Neukölln zum Beispiel, keine Ahnung, wie das heutzutage ist, ich bin da lange raus. Auch aus dem Neukölln-Ding, früher war ich ja oft in Neukölln. Jetzt Don't Knock the Hustle, ja, die müssen auch ihr Geld machen, aber es wäre halt dann so, dann wüsste man wenigstens, wo kommt das alles her. Du könntest da eine Steuer drauflegen, du könntest es in Shops verkaufen, du wüsstest, es ist alles gute Qualität, du könntest als Kunde hingehen und sagen, ey, ich bin da ganz Neueinsteiger oder was weiß ich, möchte mal das probieren, was Leichteres, was Stärkeres, was auch immer, pre-rolled, also alles schon vorgefertigt oder keine Ahnung was. Ich bin ein absoluter Fan von, wollte es einfach mal reinwerfen. Ein ganz Thema, was mir einfach so mal ein bisschen im Kopf geschwirrt ist, weil wenn das so wäre. Okay, da gibt es noch einen Punkt, den finde ich auch mal ganz schwierig. Und das hält mich auch davon ab, das überhaupt zu machen, weil ich hätte schon, klar, man kennt ja auch andere Leute noch, da gibt es Leute, die machen das. Wenn ich jetzt wollen würde, auf Teufel komm raus, würde ich bestimmt da rankommen. Okay? Was ist ein weiterer Grund, was mich abhält, ist halt das Autofahren, weil das ist natürlich schon doof, dass man das so lange nachweisen kann. Habe auch schon Jungs gehabt, die dann auch dementsprechend erwischt wurden. Ja, ist halt blöd. Ist jetzt nicht so, du trinkst abends Bier und am nächsten Tag ist es weg. Der Alkoholpegel, sondern das hält sich länger und das hält mich auch mal davon ab. Und ich wurde schon in meinem Leben des Öfteren kontrolliert und angehalten. Und deswegen, also da habe ich auch nicht so Bock drauf. Aber prinzipiell würde ich das gut finden. Ich finde, da wird die Kriminalität auch geringer und der Staat kann Geld daran verdienen und man hat eine gute Qualität und es könnten sich neue Geschäfte eröffnen und neue Arbeitsplätze, wenn man das so sehen möchte. Und ich finde, das ist wirklich keine schlimme Droge. Da gibt es viel, viel schlimmere Sachen. Da sind wir uns einfach einig. Klar, das Rauchen an sich, das finde ich auch mal ganz komisch, wenn Leute dann sagen, ja, ich rauche meinetwegen halt nur das Cannabis. Manche rauchen das ja auch pur, viele rauchen das gemischt, wo man sich fragt, okay, was. Ich verstehe das ja, aber dann ist das ja, weil das Argument ist ja teilweise, ja, ich rauche nur Cannabis, ist ja wesentlich gesünder. Das kann man schon so sagen, weil du hast halt diese ganzen Giftstoffe dann, zumindest von den Zigaretten, nicht drin. Trotz alledem, was einige anscheinend nicht verstehen wollen, ist das simple Beispiel, dass wenn etwas brennt, ja, und der Kohlenmonoxid entsteht und du das inhalierst, dann ist es nicht gut für deine Lungen, egal was es ist. Ja, also da gibt, ich habe auch schon Gespräche gehabt früher auch mit meinen Kollegen auch und so. Da hast du manchmal gemerkt, wie festgefahren manche auf ihre Meinung sind und das ist auch jeder soll seine Meinung haben, wie er will. Ja, und ich hoffe auch, dass hier eine normale, also normale, wenn jemand was dazu sagen will, alles im normalen Rahmen bleibt. Ich werde nicht tolerieren, wenn plötzlich hier das Wellen schlägt und sagen wir mal so, habe ich ja auch schon x-mal angesprochen, dass dann ins Unschöne gerät, was nicht sein muss, dann werde ich es natürlich nicht stehen lassen, das ist klar. Man kann ganz normal, konstruktiv irgendwas sagen, ist gar keine Frage. Und ich verteidige auch gar nichts. Ich finde nur, ich wollte meine Meinung dazu sagen und finde das echt, würde das gut finden, das würde ich damit sagen. Oh Mann, jetzt ist schon wieder ganz schön viel Zeit vergangen. Ich glaube, ich schaffe doch nur noch ein Thema. Vielleicht nehme ich das andere ins nächste Video mit rein, was dann in 5 Monaten erscheint. Naja, hoffentlich nicht. Gut, was mir jetzt aktuell richtig am Herzen liegt. Ich habe mich die letzten Tage mehr damit auseinandergesetzt, wieder, wobei ich das schon seit Jahren mache. Aber jetzt bin ich erst so richtig auf diesen Trichter gekommen. Auch ganz random, ja, random. Ich habe oft diese englischen Wörter nur im Kopf. Kindesmissbrauch. Jetzt kommt es richtig hart hier zur Sache. Wie komme ich darauf? Wie komme ich auf dieses Thema jetzt? Na, was habe ich damit zu tun irgendwie? Das ist ja ein hartes, krasses Thema. Na, das ist klar. Auf YouTube, gerade in den USA, gibt es schon lange, lange, lange Leute, die Gruppierungen oft bilden. Manche auch einzeln, aber meistens sind es mehrere Leute, die dann übers Internet, über Apps oder was auch immer es dort in den USA gibt, das kennen wir ja teilweise hier gar nicht, sich dort als Minderjährige oder Minderjährige, Jähriger ausgeben und versuchen Leute, die dort, meinetwegen Anfang 20 sind, Ende 20, alle möglichen Alter, meistens Männer, das ist einfach so, ne, ganz prozentual gesehen, ganz kleiner Teil sind es Frauen, meistens Männer, auch wenn die schon eine Frau erwischt haben auch, auf dem einen speziellen Kanal. Und ja, schreiben dann mit denen, tun so, als wären sie halt dieses vermeintliche Kind
und sehen, ob die sich darauf einlassen und was die dann machen. Manche schicken ganz abartige, widerliche Fotos. Manche werden ganz explizit in diesen Texten, was ganz schlimm ist. Manche halten sich zurück, weil die ja teilweise auch nicht zu so dumm sind. Da muss man ihnen schon zusprechen, auch wenn alles, was die machen, schlimm ist und es dafür nicht ansatzweise eine Erklärung oder sonst was gibt. Trotzdem gibt es welche, die sind dann ein bisschen schlauer unterwegs und versuchen das so ganz oberflächlich zu halten. Und dann versuchen natürlich die anderen, das auf so ein Treffen hinzubekommen. Was dann häufig auch klappt, und dann treffen sie sich beispielsweise in den USA bei einer Tankstelle im öffentlichen Raum. Und dann erscheint natürlich nicht dieses vermeintliche als Beispiel 14-jährige Mädchen, sondern dann erscheint diese Gruppierung und trifft auf diesen Mann, der dort steht, und sagt dann, was weiß ich, Jack. Hey, what's up, Jack? Und dann geht's direkt los. Der Typ guckt erstmal komisch dann meistens. Ich habe jetzt schon einige Videos mir angeguckt von diesem einen bestimmten Kanal, den ich auch noch nennen werde. Und dann konfrontieren sie ihn einfach. Und dann heißt es auch immer direkt am Anfang, du brauchst nicht lügen, wir haben alle Chats, wir haben alles gefilmt und was weiß ich. Manchmal sogar, haben die sogar Telefonate geführt, wenn sie ihre Stimme dann verstellen, um sich jünger zu machen. Sagen dann, du kannst mit uns reden oder wir rufen direkt die Polizei. Und das ist natürlich dann interessant, weil USA, Bundesstaaten, was weiß ich, haben ja immer so viele verschiedene Gesetze. Bei diesem Kanal, der nennt sich Dads Against Predators, also Väter gegen, sagen wir mal, Leute, die Missbrauch betreiben. Predator wird so im Deutschen als Räuber übersetzt, aber im Englischen hat das eigentlich eine andere Bedeutung. Auch Predator halt gerade dann, oder Pedophile natürlich, also Pädophiler, den Bezug halt auf diese Kindesmissbrauch und so. Und zum Beispiel dort in Ohio. Dads Against Predators, DAP, kann man einfach bei YouTube eingeben. Das spielt sich bei denen aktuell größtenteils in Ohio ab. Und dort ist es zum Beispiel auch so, es reicht schon, wenn du als Erwachsener sozusagen ein kleines Kind, ja, ist ja so, dazu einlädst, sie irgendwo zu treffen. Das ist schon genug, dass du im Gefängnis landest. Was ja eigentlich auch logisch ist. Warum sollte sich ein erwachsener Mann mit einem Kind treffen? Das ist ja, also da. Was ist die Erklärung dafür? Da kommen dann so Ausreden wie beispielsweise, ja, ich wollte denen erklären, dass man sowas nicht machen soll. Oder ich hätte ja mit denen nichts gemacht, ich hätte denen nur was zu essen gekauft. Und da war es die ganzen Bullshit-Ausreden. Aber es reicht schon und deswegen können die das dann auch ganz easy, wenn sie wollen, an die Polizei weiterleiten, weil die haben schon die erste Straftat begangen. Das zweite ist, in Ohio ist es so, du brauchst, also nur eine Partei muss damit einverstanden sein, dass man jemanden filmen darf. Und das ist halt ziemlich geil. Das heißt, der andere kann sagen, er will nicht gefilmt werden. Wenn ich sage, ich will das jetzt hier filmen, und das wird ja auch dort zum Beispiel gefilmt, zur eigenen Sicherheit. Also die Typen, die das machen, die gehen ja jetzt nicht hin und schlagen dem ins Gesicht, sondern die gehen da hin und wollen ihn konfrontieren, wollen ihm die Chance auch geben, was krass ist, sich zu erklären und eventuell rauszuhören, was ist denn überhaupt das Problem. Und filmen das aber auch nicht nur für YouTube, sondern auch sich selber zu schützen. Könnte sein, dass er plötzlich anfängt, die anzugreifen. Oder er sagt, Mensch, die haben mich geschlagen. Oder er schlägt sich selber und sagt, die haben mich geschlagen und haben es gar nicht auf Video. Und dann kann er sie anzeigen. Es ist für die eigene Sicherheit auch. Das finde ich aber krass. In dem Sinne, dass man das einfach machen darf, finde ich gut. Ja, da musst du auch nicht dann anfangen, Gesichter zu verdecken mit Blur-Effekt und so. Sondern du kannst die einfach mal so filmen. Die werden auch nicht festgehalten. Die könnten auch jederzeit gehen. Das sagen die auch jedes Mal. Also sie decken alles auf. Gerade auch Dads Against Predators. Die arbeiten mit dem Anwalt zusammen. Die arbeiten mit der Polizei zusammen. Die wissen, was sie können und was sie dürfen und was sie machen und so. Und dann gibt es aber auch andere Gruppierungen. Das ist halt auch krass. Aber ich kann es auch verstehen, weil meine Wut steigt auch jedes Mal, wenn ich diese Scheiße sehe. Da gibt es nämlich auch andere Gruppierungen. Die machen das auch so. Aber die machen das nicht mit Video. Und was da dann passiert. Das ist halt dann Selbstjustiz. Ob man das für gutheißen mag, ich weiß es nicht. Wenn ich das sehe, wie gesagt, die Wut steigt, man würde ihn am liebsten ins Gesicht schlagen. Ich bin trotzdem ein Mensch, der sagt,
Jeder Mensch, egal was du gemacht hast, hat trotzdem ein faires Urteil oder einen fairen Prozess verdient. Ja? Wenn du jetzt aber der eigene Vater wärst, zum Beispiel, ich persönlich hätte jetzt Kinder, stell mir das mal vor. Ich könnte nicht dafür garantieren, dass ich da noch lange fackel dann. Das ist, glaube ich, klar. Da muss man dann wahrscheinlich mal selber eine Strafe dann auch in Kauf nehmen. Aber es lohnt sich dann aus dem Gefühl heraus, weil man sich denkt, okay, aber er hat trotzdem was abbekommen. Trotz alledem sage ich, es ist grundsätzlich nicht richtig und das machen die auch nicht. Die machen das nicht. Die sagen, wir greifen dich nicht an. Die schreien ihn an teilweise. Die stellen ihn teilweise bloß. Wenn er plötzlich so auch richtig dumm kommt, dann sagt er, sollen wir hier eine Szene machen? Sollen wir eine Szene machen? Sollen wir mal alle wissen lassen, die hier gerade im Laden sind? Sollen wir die alle wissen lassen, was du hier gerade machen wolltest? Du wolltest dich mit einem minderjährigen Kind treffen. Sollen wir die das mal wissen lassen, damit die richtig bloßgestellt werden? Und dann ist es halt, wie gesagt, so, wie reagieren die am Ende drauf? Und klar, wenn da jetzt raus hörst zum Beispiel, die sind schon vorbestraft gewesen, haben solche Sachen, dann gehen natürlich direkt zur Polizei. Wenn es jetzt meinetwegen ein 19-Jähriger war, das macht es nicht viel besser. Aber was könnte man da sagen? Okay, er ist 19 Jahre alt, er hat dieselbe Scheiße gemacht und es ist nicht richtig, aber der hat halt die Möglichkeit, davon nochmal zurückzukommen. Vielleicht war es wirklich das erste Mal, vielleicht hat er wirklich nicht die schlimmsten, weil da gibt es schon Levels, vielleicht hat er wirklich nicht die schlimmsten Absichten gehabt. Und auch nicht jeder schreibt so sexuell in den Text, manche auch schlau, weil die halt denken, okay, ich werde vielleicht erwischt. Das sind dann ganz dreckige Typen, aber manche haben auch gar nicht unbedingt diesen Ansatz. Das muss man nicht glauben, kann aber sein. Und dann kannst du zu so einem 19-Jährigen sagen, pass auf, wir haben dich jetzt erwischt, mache es nicht nochmal und die reden dann noch lange mit dem und kann man daraus hoffen, dass daraus gelernt wird. Und die sind da ganz stark unterwegs und machen das x-mal. Also die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass die haben auch schon Leute, glaube ich, da waren welche dabei, auch schon ein zweites Mal erwischt. Ja, der Ursprung hinter dieser ganzen Geschichte ist eigentlich Chris Hansen im US-TV, der nämlich damit angefangen hat, To Catch a Predator. Das war so eine US-Show, die ziemlich lange lief. Und daraus sind dann Leute resultiert, auch Anxiety War kann man auch eingeben, ganz lange dabei, richtig cooler Typ, der sowas schon gemacht hat, auf eigene Faust. Weil es auch ziemlich gefährlich sein kann, weiß ja nie, haben die Waffen, gerade in den USA, Schusswaffen, kann einem extrem gefährlich auch sein. Der ist auf eigene Faust aufgemacht, richtig cooler Typ, richtig, richtig cooler Typ. Anxiety, ne, ist ja auch so ein englisches Wort, logischerweise, Anxiety War. Da gibt es auch andere. Letztens wurde ein YouTuber erwischt. EDP 445, also EDP 445. So ein dicker Typ, nichts gegen Übergewichtige, aber so ein fetter Typ. Und wollte sich ein kleines Kind dran machen. Komplett jetzt die Karriere zerstört, hat auch verdient. Geht wahrscheinlich in den Knast, ich hoffe es. Die haben nichts anderes verdient, als im Gefängnis zu versauern. Am besten lebenslänglich. In den USA wirst du zum Glück dafür härter bestraft als hier in Deutschland, was absolut lächerlich ist. Ich habe letztens mit Zandoc geschrieben, er meinte auch, ja. Das ist dieser Gedanke, dass man Leute wieder also wieder, ja, eine Chance geben will, sich zu bessern. Nur das Problem ist, was ich sehe, klar, je jünger die sind, finde ich das noch okay. Je älter die sind, da sehe ich keinen Weg mehr, muss ich ehrlich sagen. Da will ich auch denen gar keine Chance mehr geben, nur als aus meiner Meinung heraus. Ich finde, das ist zu gefährlich, aber die müssen weg. Die müssen einfach weg. Die können meinetwegen in die Psychiatrie gehen oder sonst was, aber die müssen einfach weg. Da gibt es keine. Das ist einfach. Das ist zu gefährlich. Und was passiert dort immer? Was passiert mit dem Kind? Gerade was passiert nicht nur die Eltern, die dann auch ihr Leben ist zerstört und so, aber gerade das Kind logischerweise, das Leben ist zerstört. Dieses Kind ist zerstört. Es wird dann höchstwahrscheinlich selber irgendwann anfangen, damit nicht mehr umgehen zu können. Vielleicht sogar Drogen zu nehmen. Vielleicht selber dann, das ist ja auch oft der Effekt, die früher missbraucht werden, fangen dann selber diesen scheiß Kreislauf an und fangen an, selber Leute zu missbrauchen, weil sie es halt dann irgendwie nicht besser wissen oder was auch immer und sich da. Also was dieser eine Scheißtyp alles kaputt macht, dieses Leben von diesem Kind. Manche noch wesentlich jünger, war so ein ekliger Typ dabei gewesen, der hat sich an ein 7- oder 8-jähriges Kind rangemacht. Und da hat sich dann bei dem Video rausgestellt, dass der schon vorher jahrelang im Gefängnis war. Der war schon vorbestrafter, ja, Pädophile sozusagen. Oh, jetzt muss ich ganz kurz mal unterbrechen, weil das ist viel zu lang gerade. Ja, die Aufnahme hätte fast gestoppt, weil ich schon viel zu lange dabei war. Leute, ich bin da richtig, das regt mich auf, muss ich wirklich sagen. Ich hasse solche Leute, das ist absolut schlimm. Ich denke, man wird mir zustimmen. Was willst du da anderes dazu sagen? Also jeder, der mir jetzt irgendwas anderes dazu erklären möchte, die Kommentare werde ich nicht tolerieren, auf gar keinen Fall. Das Einzige, was ich,
ansatzweise tolerieren würde, ist, dass man wirklich gerade jüngeren Leuten eine Chance gibt, sich mit Therapie und sonst irgendwas vielleicht nochmal zurückzuholen, dass man sagt, okay, vielleicht war es wirklich ein dummer Fehler, wenn noch nichts, also unter der Prämisse, dass noch in, weil auch da letztendlich ist ja noch wirklich niemandem was passiert, aber es ging auf den Weg dorthin. Die Textmessages haben es gezeigt, deren Einstellung, was sie gesagt haben, hat es gezeigt, dass sie dorthin gekommen sind, auf das Kind gewartet hatten, hat es gezeigt. Das hat ja schon gereicht. Aber deren Glück ist, dass ja dann doch noch nicht wirklich passiert, was passiert ist. Und das muss man schon berücksichtigen. Das heißt, wenn du dann jüngere Leute hast, da gab es nämlich auch einen 19-Jährigen, deswegen sage ich das auch so, den haben sie das halt genauso erklärt. Die meinten, du kannst davon zurückkommen und mach und mach und mach. Und dann will man das Beste hoffen. Jetzt hatte man da, was ich gerade noch meinte, so einen ekligen Typen mit so einer Frau, mit so einer Freundin, erwischt, die sich so ein Kind nach Hause holen wollten. Und das war so ein Typ, der saß im Rollstuhl. Und ja, da hat sich rausgestellt, der war vorbestrafter. Ich weiß immer nicht, ich höre so viele englische Sachen immer, ich weiß immer nicht genau, wie man das alles in Deutschland sagt. Ich bin so viel in meiner englischen Welt drin, aber jahrelang war der schon im Gefängnis gewesen, ist rausgekommen, hat dieselbe Scheiße wieder gemacht. Was hat der anderes verdient, als wieder im Gefängnis zu landen? Was hat der anderes verdient, als wieder im Gefängnis zu landen? Und da genau das ist auch passiert. Wurde die Polizei natürlich konsultiert, kam weg. Keine Ahnung, wahrscheinlich Prozess läuft jetzt noch, aber ich habe irgendwas da gelesen, vielleicht war es auch schon verurteilt, jahrelang wieder. Das ist schlimm. Das ist richtig schlimm und ich reg das jetzt schon seit Tagen wieder auf. Natürlich kennt man das schon seit ewigen Zeiten, dass sowas schlimm ist. Aber ich habe mich länger damit auseinandergesetzt. Und warum? Jetzt komme ich auch mal zum letzten Abschluss, Abschnitt noch. Ich habe überlegt, wie, und ich weiß gar nicht, weil ich mache nie Recherche, das ist halt mein Problem. Ich will immer nicht, ich will mich nicht beeinflussen lassen von anderen Leuten, die das vielleicht schon machen. Ich hoffe, alles krasse, gute Typen, die sowas machen. Absolut top. Nichts als Respekt dafür. Aber ich habe mir so überlegt, wie könnte man das im deutschen Raum machen? Wie könnte man das im deutschen Raum machen? Du könntest im selben Stil machen, das ist klar, ne? Mit diesem sich so tun, als ob. Aber wie ist da die Gesetzeslage? Und ich weiß ja, du kannst in Deutschland nicht einfach Leute filmen. Das macht vielleicht das Fernsehen und dann müssen sie direkt hingehen und wenn sie dann im Fernsehen gehen, sind sie teilweise so weit, die filmen einfach und wenn du dann irgendwie eine Klage bekommst, dann fangen sie irgendwie an, noch Leute rauszublurren oder sie fragen schon am Anfang, aber die machen teilweise, was sie wollen. Wenn ich jetzt auf die Straße gehe, klar, ich kann jetzt die Straße im öffentlichen Raum filmen, wenn da Leute langlaufen. Hey, das ist halt dann, das gehört dazu, aber ich kann jetzt nicht einfach gezielt jemanden filmen, ohne ihn gefragt zu haben. Jetzt wird auch bestimmt die andere Person dann nicht sagen, ja, du kannst mich filmen, du kannst mich hier bloßstellen. Auch wenn sie es verdient haben, aber du musst leider dieses Recht natürlich dann berücksichtigen und müsstest dann im schlimmsten Falle das Gesicht halt unkenntlich machen, was halt blöd ist, weil dann kommt das nicht so richtig rüber, finde ich, als wenn du mal richtig diesen Typen siehst, der da versucht seine Lügen dann, weil die meisten lügen einfach, die erzählen irgendeine Scheiße. Ja, ich bin nur hierher gekommen, weil ich dir helfen wollte, oder ich bin nur hergekommen, weil ich dir was zu essen kaufen wollte, oder ich wollte gar nichts machen und dann den ganzen Bullshit immer, Mann, gib's doch einfach zu, ja. Da habe ich jetzt die ganzen Tage schon drüber nachgedacht, wie könnte man das vielleicht machen? Wie, was ist da? Aber da bräuchte ich erstmal, müsste ich mit der Polizei sprechen, dann müsste ich wissen, wie ist es rechtlich alles gesehen? Was kann einem selber, was kann man selber, was darf man selber nicht falsch machen? Man will ja nicht dumm, man muss ja schlau rangehen. Genau, und dann bräuchte man auch eine größere Gruppe, weil es ist natürlich sicherer, wenn man jetzt meinetwegen zu zweit, zu dritt irgendwo hingeht und das macht, wie auch immer. Ich habe jetzt keine festen Pläne, ich finde es nur interessant. Und weil ich finde es verdammt wichtig, solche Leute aus dem Verkehr zu ziehen, ist verdammt, verdammt wichtig. Also das ist wirklich, das ist, das ist ja, da fehlen einem die Worte. Also, das ist so schlimm. Also, ich denke, Mord steht noch drüber auf jeden Fall, aber das ist einfach. Also, wenn ich das nicht angreift, ja, dann weiß ich auch nicht. Das ist ja wirklich, das Kind ist die Tochter von dem Vater, von der Mutter, das kann, also, das ist, oder der Sohn, das ist unvorstellbar, wenn sowas passieren sollte. Gegen solche dreckigen Typen, die sich da nicht unter Kontrolle haben oder was auch immer. Und deswegen,
Ja, das war jetzt wirklich ein langes Video. Ich wollte das einfach nur loswerden. Und ich hatte eigentlich noch ein anderes Thema. Dazu komme ich jetzt nicht. Das wird dann viel zu lang. Und ja, wie gesagt, gerne auch sagen, wie man das selber sieht. Und auch, wie geht es euch aktuell? Gerne mal. Entschuldigung, jetzt habe ich gerade so leicht aufstoßen müssen. Gerne mal berichten, was zurzeit so vor sich geht. Ja, das war's für heute. MK ist raus. Bis zum nächsten Mal.